Hallo und seid mir gegrüßt, liebe Abenteurer, liebe Zuschauer, liebes Publikum. Hier sind wir wieder in, warte mal, warum gerade? Ach so, ich bin im Pausenmodus. Das fängt ja gut an. Ja, seid mir gegrüßt zu einer neuen Aufnahmesitzung, der letzten in diesem Jahr 2020. Ihr werdet sie erst im Januar 2021 sehen. Ich arbeite ein bisschen vor. Ja, wir sind hier immer noch unten in den Katakomben, wo wir den Goldzahn Jalik, haben wir den hier rausgeholt, oder wen auch immer, einen von den drei Baggerluten haben wir hier rausgeholt. Und wir gehen hier mal looten, Baggerluten looten. Hab heute eine raue Stimme wie sonst was. Hab mich wohl gestern beim Radfahren ein bisschen verkühlt. Nein, kein Corona. So, wir labern hier mal ein paar Leute voll. Na, wollt ihr wetten? Ja, das können wir ruhig mal machen. Gerne. Auf wen wollt ihr setzen? Der Einsatz ist ein Dukaten. Im Moment kämpfen Krüppelmacher Reto und Stachelpanzer Biel. Da wir Krüppelmacher Reto schon kennen, würde ich sagen, wir wetten mal auf den. Mal sehen, ob ihr Glück habt. Sieger ist Krüppelmacher Reto. Wir haben gewonnen. Sieh an, das Glück ist auf eurer Seite. Hier habt ihr euren Gewinn. Zwei Dukaten. Wir wollen das Glück auch nicht überstrapazieren, deswegen soll es das erstmal gewesen sein. Ja, hier war Ruscha. Warte mal. Oh, irgendwie, ja, Hals ist rau, rülpsen muss ich, ja, und Durst habe ich trotzdem. Warte mal. Ja. Ich hoffe, die Aufnahmesitzung hier heute wird was. Ich bin ein bisschen komisch. So, wir sprechen mal mit Varusha. Seid gegrüßt. Braucht ihr ernsthafte Hilfe bei Schmerzen, Wunden und Blessuren? Dann wendet euch bloß nicht an Vater. Bleibt lieber bei mir. Heilen? Nö, brauchen wir nicht. Danke, aber ich fühle mich ganz Fidel Castro. So. Medicus Vorwasch. Ob der mit Vorowasch und Vorwisch und so weiter in irgendeiner Form verwandt ist? Medicus Vorwasch, zu euren Diensten. Sieht ein bisschen so aus, ne? Wo drückt denn der Schuh? Handel, welche Heilmittel habt ihr denn hast du denn im Angebot? Oh, guck mal, Stachelhandschuh. Kein Schild im eigentlichen Sinne, sondern ein Paradehandschuh. Das Tragen eines Schildes ermöglicht eine zweite Parade. Besonderheit Metallschild blockiert Zaubern. Damit können wir noch nicht viel anfangen, weil wir wollen ja schließlich zaubern, ne? Also wir haben, ich habe mich übrigens geirrt. Ich habe immer gesagt, also erstens mal habe ich in der letzten und in der vorletzten Folge ständig gesagt, Georg von Alion, Georg, Georg, Georg. Der heißt natürlich Honk von Honkheim, ist klar, ne? Georg von Alion ist tot. Zum Glück. So, und das ist nicht Eides. Ich habe das verwechselt. Sie heißt Feiris. Ich habe sie verwechselt, ihren Namen mit, komischerweise mit Eides, Feuerauge oder wie sie heißt in Morrowind. Keine Ahnung warum. So gut, also das wollen wir nicht. Die einfachen Verbände können wir uns mal kaufen. Ja, die kaufen wir hier einfach ab. Ja, ich werde euch auch gleich erzählen, was wir heute alles machen. Ich will nur nicht, habe ich da schon reingeguckt? Ja. Nicht alles ablegen, bitte nicht. Diese schreckliche Taste gibt es immer noch. So. Hier unten ist einiges an Personen. Ich weiß noch von damals, dass es jetzt noch keinen Sinn macht, mit denen zu reden. Die blaffen uns alle nur dämlich an. Also gehen wir hier mal aus den Katakomben wieder raus. Und begeben uns ans gleißende Tageslicht. Ja, und ich weiß nicht, ob wir heute schon bereits hier aus Nadoret wegkommen. Wir wollen ja auf eine Seefahrt, die gemeinhin lustig ist, gehen. Und eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man viele Leute andere in den Kotzen sehen. So, ja. Alles klar. Wer hat mich nochmal drauf aufmerksam gemacht? Einer von euch Leuten da draußen, ich wollte gerade sagen, von euch Vögeln da draußen, hat mich drauf aufmerksam gemacht. Ja, aber ich hab's ja, ich hab ja den ersten, die erste. Ich laber den mal voll da, weil ich hab den Spielsound ein bisschen angepasst, hab das Ambient ein bisschen runtergedreht, die Musik ein bisschen runtergedreht. Na, auf der Suche nach dem Gewissen etwas?
dann seid ihr bei mir goldrichtig. Der war so bescheiden und nett dahinter der Rondra-Kirche und hier ist er so. Alles rund ums tote Tier gibt's wie immer nur bei mir. Hier könnten wir Wolfsschwänze und so weiter kaufen für den Koch. Weißt noch, ne? So, haben wir irgendwas zu verkaufen? Ich werde mal diese Kugeln hier verkaufen. Also ich glaube sowieso nicht, dass wir einen Ballester irgendwann tatsächlich verwenden werden. Ja. So, Handel abschließen. Also, lass mich mal hier aus dem Weg gehen. Jetzt wird sowieso hier wieder viel gebrüllt. Also, ich weiß nicht, wer es war. Warst du es, Alphons? Oder wer war das jetzt, der mich darauf aufmerksam gemacht hat? Auf den Olbin, den Händler unten am Hafen. Jetzt geht das Gelaber da wieder los. Der hat kleine Aufträge für uns. Der hat er uns ja auch schon einen gegeben. Und die werden wir jetzt erstmal zuerst machen, weil da können wir gut Erfahrungspunkte weggreifen. Und deswegen gehen wir jetzt hier auf den Marktplatz. Ach, warte mal. Wir können ja bei Auralia noch mal ein bisschen was kaufen. Soweit ich das Geld dafür habe. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch tun? Ja, Handel. So, Alchemistenhandschuhe. Was mich eigentlich viel mehr interessiert, sind Zutaten. Ach, guck mal, seltsames Amulett unidentifiziert. Den Heiltrank hatten wir schon, ne? Und hier Heil und Gullmond, ne? Ja, das hatten wir alles schon. Den Rest brauchen wir soweit erstmal nicht. Den Ausdauertrank vielleicht und den Zaubertrank. Heilsalbe habe ich nie was von gehalten. Amulett unidentifiziert. Das will ich. Ach ja, wir haben keine 30 Dukaten. Dann machen wir erstmal. Ja, wir machen jetzt erstmal da diese Questen. Also diese. Sind so Bring- und Hol-Dinge. Vom Olbin. Da kriegen wir Erfahrungspunkte, kriegen ein bisschen Asche und so weiter und so fort. Und ich will versuchen, möglichst bevor wir hier abfahren, möchte ich den Talentwert für Alchemie von unserem guten Honk von Honkheim hier auf mindestens 8 bringen. Weil dann können wir Heiltränke und Zaubertränke brauen. Also das wäre ganz klasse. Talentwert 9 hier. Das ist jetzt erstmal. Was war wirklich los? Alter, geh weg. So, diese Lautstärke ist immer noch heftig. Was? Ich habe verstanden. Scheiße, Schmuckwerk aus fernen Ländern. Dann. Was? Ich glaube, ich bin zur falschen Ecke gereist. Ich will zum Hafen. So. Wir gehen nachher rüber zum Schiff. Wir gehen jetzt erstmal. Ach nee, Olbin, wir haben ja einen Auftrag von Olbin, stimmt ja. Und dafür müssen wir zum Nordtor erstmal. Denn wir müssen hier raus. Feuerfliegennester. Ach ja, die muss ich ja zerschießen, stimmt ja. Hätte ich jetzt schon angegriffen von den Viechern? Ja, natürlich, klar. Ist schon klar. Was? Und ich habe letztes Mal etwas nicht mitbekommen, denn wir haben einen Zauber, der wirklich sehr, sehr lustig ist, nämlich die hilfreiche Tatze. Sehr, sehr nützlich. Sehr, 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 sehr nützlich. Aber wir brauchen uns nicht besonders zu schützen gegen die Viecher. Ihr wisst ja noch, das sind ja eher, das ist ja eher Spaß, ne? Sie hat noch keine Angriffszauber, ne? Wir brauchen unbedingt für sie einen Fulminictus. Okay, dann macht sie jetzt erstmal hier mit ihrem Bogen. Weiche. Schrei doch nicht so, Mädchen. Macht sie erstmal mit ihrem. Achtung. Ich verstehe da mal was ganz Falsches. So.
Sag mal, aber er hat doch einen Fulminictus, ne? Hat er nicht den Fulminictus-Zauber? Natürlich hat er einen Fulminictus. Warum ist der hier unten in der Schnellstartleiste? Ach, guck mal. Ja, den Flimflamfunkel, den brauchen wir nur äußerst selten. So, läuft alles. Ja, seit 10 Minuten schon. The fuck? So, nö, also das sollte sie eigentlich schon erledigen. Na gut, hau rein, Diggi. Boah, voll die dramatische Kampfmusik jetzt hier. Na, willst du wohl? So, das war's. Irgendwas ausbeuten kann er da nicht groß. Kleiner Giftbeutel. Da ist auch noch eine umgefallen. Das waren noch drei. Da steckt nämlich eine größere Queste noch dahinter. Ich will nicht zu viel verraten. Also viel weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es hier eine Queste gibt, die uns dazu bringt. Ach ja, was ich auch noch machen will, das ist... Ach, kommen da schon wieder die nächsten angescheißert? Ja, natürlich. Ach, Digi. Ja? Ja. Sie ist auch schon, hört sich völlig genervt an. Achtung! Was denn? Wo schießt die hin? So, irgendwo hier müssten wir auch für sie, für Madame Sanyasala nenne ich sie mal, da müssten wir auch für sie einen Fulminictus-Zauber kriegen. Die sind ja echt schlecht zu sehen, die Viecher, ne? Also in diesem Spiel mal völlig. Ja, was ich gerade sagen wollte, bevor wir gestört wurden. Ich werde ihn zum Pflanzenkundler machen. Und ich muss mir vor allen Dingen angewöhnen, hier den Haken zu setzen, wenn ich auflevele. Also, gib mal her. Er wird Pflanzenkundler. Feiris, jetzt kenne ich den Namen, glaube ich, wird Tierkundler. In alter Tradition. Das hier darf ich nicht vergessen. Habe ich letztes Mal ständig vergessen und bin darüber nahezu verzweifelt. So gut. Hilfreiche Katze, kannst du mal hochleveln. Ich lasse den Rest der Abenteurerpunkte mal. Oder warte mal. Kann sie vielleicht noch Tierkunde? Nein, kann sie nicht. Okay. Also sie nimmt ab jetzt Tiere aus, aber da man hier ja aus den Dingern nicht viel... Alter, nee, ne? Guck, was da kommt. Jetzt juckt auch noch meine Nase. Weißt du warum? Ich habe ein Tonbandgerät in der Nase. Weiß Bescheid. Gut. Ja. Ja, also hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, ey. Digga. Was ist das denn hier? Warum kommen denn hier so viele von diesen Kackfröschen an? Ich werde mal ich werde mich nie an den Namen gewöhnen, in den Kampfmodus setzen. Dann macht sie automatisch. Muss hier keine Befehle geben. Alter, sind das viele von den blöden Fliegen hier. Da kommt noch eine angescheißert. Aber die will noch nichts. Also er wird Pflanzenkundler. Feiris wird die Tierkundlerin. Ja, also gegen diese komischen Fliegen müssen wir nicht viel machen. Die nehmen wir einfach nur auseinander. So. Hey, er hat nicht gefailt. Ich muss einfach nur nicht drauf achten. Oh, 5 Einbären, wie schön. So,
Wie war das jetzt? Spawnen die jetzt immer weiter, solange ich die Nester nicht kaputt gemacht habe? Hoffentlich nicht in der Geschwindigkeit, ne? So. Hör mal ab dafür. Ja, die Viecher sind wirklich schwer zu sehen in dem Gräschen. Weshalb wir davon auch nur die Hälfte mitkriegen werden. Ah, da ist noch eine. Ja, und ich weiß von einer Queste, die ich zu erledigen habe, jetzt schon. Die werden wir erst später kriegen. Und die hat etwas mit diesem jenen da zu tun. Könnt ihr euch noch erinnern an Drakensang? The fuck? Ich wollte gerade was erzählen. Ja, also könnt ihr euch noch erinnern, Feuerfliegennester, ne? Zerschießt man. Und hier gibt es dafür noch eine besondere Bewandtnis, warum das sein muss. Wie gesagt, da steckt eine Queste dahinter. Eine recht einträgliche ihrer. Boah, da kommen wahrlich immer mehr von den Viechern. Gudi, dann machen wir mal das Nest kaputt. So. Warum hat er nicht... Wisst ihr noch, in Drakensang waren die immer gleich kaputt, wenn man sie einmal getroffen hat. Oh ja, so. Das Biest muss ihre Königin sein. Die ist ja wirklich riesig. Ach, reg dich nicht auf. Die ist nicht so riesig. Das Biest, da kommt die Feuerfliegenkönigin. Ich kann euch gleich auch schon mal zeigen, warum das von Vorteil ist. Und wofür wir das brauchen. Warum macht der nichts mehr? Mach. Junge. Junge. Ich klicke heute noch öfter daneben als sonst, ne? Okay. Ach du meine Güte, sind das viele. Die meinst jetzt aber wirklich ernst. Wow, ist viel. Ja. George, nee, nicht George, Honk von Honkheim, machen Sie, tun Sie Ihre Pflicht, los. Jetzt musste Fyris das alles machen. So gut, aber die Erfahrungspunkte nehmen wir gerne mit. Ich frage mich immer noch, wo wir diesen Odo Beckerbold finden sollen, wo wir den Steckbrief für haben. Am Treidelpfad. Aber es gibt hier auch eine Gegend, da dürfen wir eigentlich noch nicht hin. Da können wir auch noch gar nicht hin, weil da spawnen die ganze Zeit Wölfe nach. Die Kenner werden wissen, wovon ich rede. Ich sage nur Dunkelwald, den gibt es hier auch. Ja, mach die mal platt, die Olle. Meine Güte. So, Questgegenstand. Der Feuerfliegen, Königinnenstachel erhalten. Ja. Ich sollte mal Kladdis diese Brandpfeile nicht alle verschwenden. Kladdis. Ja? Fyris. Kladdis. 54 Brandpfeile. Die sind mal ganz schnell alle. Und hier sind die komplett unangebracht. Achtung! Oh, schrei doch nicht so, Mädel. So. Hau rein. Honk, was machst du für Geräusche? Das hörte sich alles sehr bedenklich eben an. Aber da kommen ja noch mehr. Meine Fresse, wie viele denn noch? Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele davon gibt. Ja, ist halt eine Weile her. Fyris macht schon wieder Fyris. Thank you.